Ich hab keinen. Doch, du hast einen. Ich weiß es ganz genau. Finde ich schön, dass das jetzt nicht in der Aufnahme war. Das finde ich gerade irgendwie gut. Ach Mann. Daniel, jetzt rechts. Ja. Okay, jetzt. Darüber willst du? Übers Wasser? Ja. Hä? Ja. Ich soll darüber? Ja. Ich war da mal. Ich glaub, irgendwie erstes, der Plan gewesen, mehr oder weniger? Dachte. Ferge? Ja. Leiche? Hä? Oder fährt nur Daniel mich abholen? Ja, also ich würde sagen, wenn er rüberfährt, dann sollte das langen. Da würde ich jetzt hier gerade versuchen, meinen anderen LKW zu bergen, einfach aus Prinzip. Mal gucken, ob es geht. Versuch es mal mit meinem. Also so geht das schon mal nicht, nicht? Ich so. Ja. Daniel? Hm? Habe ich vergessen. Was? Kann sein, dass du mich gleich ganz rüberziehen musst. Wieso? Ja. Weil du kaputt bist? Hä? 5 Kraftstoffpunkte? Ach du Scheiße. Kann man jemanden eine Ente mitbringen? kriegen wir hin. Also später habe ich noch auf der Ente. Und rüberziehen können wir ihn ja dann gleich auch. Das ist jetzt nicht das Ding. Okay. Oh, hier ist mein alter. Oh, ich habe meinen draußen. Ich habe meinen Orangen draußen. So, möchtest du wieder Straße? Dann musst du... Nee, ich fahre am Ufer wieder entlang, ne? Gut, dann. Na, du musst eh gleich hier. Also jetzt erstmal nach. Links, ne? Links. Muss mal umdenken. Weil man dreht mir meine Karte und das ist leichter. Ja, eigentlich jetzt noch geradeaus die ganze Zeit. Oh oh. Oh oh. Ja, warte. Oh Gott. Ich das. Also ein bisschen raus habe ich ihn wenigstens schon. Warum einfach anstreigen, wenn man das auch einfach machen kann? Jawohl, jetzt kommt er. Wo hast du einen schon? Den Orangen habe ich jetzt fast. So ein Allradfahrzeug ist schon geil, ne? Ja, ich will jetzt nur nicht hier über die Steine ziehen, deswegen korrigiere ich gerade nochmal meine Position. Aber ich habe einen Deich. Gleich ist es soweit. Habe ich die ganzen abgesoffenen Fahrzeuge gerade wieder geborgen. Sehr schön. Oh Mann, oh, warum kriege ich das nie so schnell in den 1 Plus hin? Gamepad oder? Gamepad, ja. Ja gut, da dauert es ein bisschen länger. Das stimmt, mit der Maus geht schneller. Ja, ne? So, wo muss ich lang, Chrissy? Noch geradeaus weiter? Noch geradeaus, wenn du jetzt eine Straße fahren möchtest. Ja, ist Straße sicherer? Oder? Kommt drauf an. Also, du solltest mit deinem Gefährt eigentlich, wenn du Bäume in der Nähe hast, überall rauskommen. Ah, nee, da kannst du nicht. Du musst noch weiterfahren. Oh, ich wundere mich, warum man nicht mehr vorwärts fährt. Ist eigentlich logisch, weil man den Rückwärtsgang noch drin hat. Macht Sinn. Ja, ich gebe nächste mich immer. Nächste Ausfahrt, also noch. Die jetzt noch nicht, aber die nächste. Ich sag dir wann. Du musst doch gleich Straße. Probier's mal so rum, ob so rum besser geht. Nee, das mit 1 Plus kriege ich nicht so schnell hin. Egal, fahren wir ein bisschen langsamer. Langsamer. Das sieht voll schnell aus auf der Karte. Ironisch gemeint? Mhm. Das sieht richtig schnell aus. Also mit der Ente bin ich hier voll lang gedüst. Crispy ist jetzt ein Navi. Jo. Nach 300 Metern. Ja, komm. Biegen. Wird der wohl rausgehen? Nach 100 Metern. Oh, ich chill mich jetzt mal nach hinten. Abbiegen. Das sieht zwar scheiße aus. Was denn? Rechts abbiegen. Hier soll eine Navi sein. Kommt. Ah. Einer kommt schon. Perfekt. Weit muss ich noch fahren? Noch ein bisschen, oder? Du bist gleich links. Also ich habe meinen schon ein bisschen umgestellt. Mit Glück könnte ich den jetzt sogar. Also ich habe jetzt draußen. Komm. Ja, ich probier mal meinen jetzt. Wenn ich einsteig zu kriegen, nach links, Kurve links halten. Das war jetzt falsch, ich brauche den C65.
Ich würde auch sagen, wir scouten dann trotzdem weiter mit der Ente zur nächsten Werkstatt, oder? Ja, das glaubt er so. Kaike, könntest du mir nochmal kurz helfen? Du mich eventuell kurz angeln. Ja, Sekunde. Weil ich glaube, das ist ein bisschen geschickter, wenn es zwei verschiedene Spieler sind. So kann man nämlich in beide Richtungen Stoff geben. Ich kann nach vorne Stoff geben, du kannst zurück Stoff geben und insgesamt ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Das kannst du bei den Advanced-Einstellungen aber auch so umstellen. Das habe ich gerade eben gemacht, damit es funktioniert hat. Links! Langt das schon? Was denn? Ja! Ja, du kannst einstellen, ob du die Winde ziehst oder ob der andere Truck Gas geben soll. Hä, aber wieso? So. Also hier jetzt rein, oder wie? Nein, stopp! Ah, so, ich hab nix. Karte. Ja, mach ich lieber mal. Angenommen? Du wolltest oben. Ich wurde schon wieder rausgeschmissen. Warte mal. Ich wurde schon wieder rausgeschmissen. Oh. Kommst du nicht mehr rein, oder wie? Nein, eigentlich schon, aber ich wurde wieder rausgeschmissen. Könntest du mir kurz sagen, wie die da die Einstellung heißt und wo man die findet? Das ist oben links. Da hast du einmal lenken, links, rechts automatisch. Und da drunter hast du diesen Punkt ziehen oder Gas geben. Also in meinen Einstellungen steht einfach nur Effektlautstärke, Bildschirmauflösung, Helligkeit, Kontrast und dann. Achso, nein. In der Steuerung. Bei Advanced. Wir warten. Warte mal. Hey, Advanced. Ich hab hier nichts mit Advanced. Du musst das eventuell kurz auf Englisch stellen, dann verstehe ich dich besser. Du bist im Escape-Menü, gell? Ja. Geh da raus. Im Spiel. An diesen erweiterten Einstellungen-Menü bei Fortgeschritten. Genau. Und da links ganz oben, da sind diese Einstellungen. Ich sehe es immer noch nicht. Ich bin aber auch allgemein voll blind. Also ich bin echt blind dafür. Schon 5 Stunden. Ich sehe es nicht. Zurzeit 8 Zuschauer. 8 Zuschauer noch? Vielen, vielen Dank für alle, die 6. Ja, schwankt halt wohl. Ja. Aber ganz kurz, Navi, Daniel? Ja. Ja, komm, ich beweg mich. Der kommt, ja, du fährst doch gerade. Ich stehe gerade einigermaßen safe. Hä? Ich bin wieder drin. Also muss ich dich jetzt doch nicht mehr abholen, oder wie? Gut, bleib lieber noch da. Ja, ich glaube zumindest, ich bin draußen. Das Schlimmste habe ich weg, aber ich bin jetzt gerade direkt auf einem Stein. Naja. Warte, scheiße, ich hab mit meinem anderen Fahrzeug. Kannst du da rein, würde ich mir entgegenkommen. Ich muss kurz meinen Typ, was weiß ich, weg. Mach ich. Oh nein, ich bleib wieder stecken. Ich hol dich. Ach Gott. Also ich steck nicht mit dieser Karriere auf. Ja, mit dem müsstest du deinen anderen jetzt aber auch locker hinterherziehen können. Davon mal ab. Ja, jetzt soll's funktionieren, weil jetzt ist meiner ja grundlegend draußen erstmal. Naja, genau, deswegen ja. Dann sind die Citroens, hier ist Sprit. Einige Abdeckungen. Ja, ich bin jetzt auch draußen. Perfekt. Ich habe meine Stoppuhr wieder nicht zurückgesetzt, weil ich so ein Held bin. So, ich ziehe mal kurz in Schlepptau zur Werkstatt. Noch kein Dislike auf dem Stream, die Ente bewahrt... Ja, das glaube ich auch, die Ente bewahrt uns. Daniel, leider. Oh nein, du... Ich weiß jetzt in die Straße weg. Ich fahre jetzt hier ganz gemütlich. Ja, ne, LKW lass ich mal stehen. Seine Geschwindigkeit. Wo bist denn du? Ich fahre jetzt kurz zur Werkstatt damit. Scheiße. Ich habe mir gerade einen Arschtritt mit meinem anderen LKW verpasst. Vielleicht hilft's auch, wenn ich in normalen Modus wieder reingehe. So in. Wisst ihr was? Auto. Folgender Plan. Ich lasse meinen Typ C hier jetzt stehen. Und dann mit die Ente und gescouten. Ja, ich mach mit. Wartest du kurz auf mich? Oder deine Ente steht da auch noch bei der Werkstatt. Die steht auch bei der Werkstatt, richtig. Ja, wartest du kurz auf mich. Ich würde mitmachen. Weil ich hab grad auch nichts zu tun. Den Garagenpunkt nehme ich jetzt mal nicht mit. Oder sollen wir auch zur Garage scouten direkt mit den Enten? Also zusammen. Liebe Leute? Ja, also ich hole jetzt erstmal Crispy. Also mir ist es komplett Wumpe. Sag ich mal so ganz offen raus. Ach so, okay. Ne gut, wenn die da erstmal drüben beschäftigt sind, dann würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt die Enten und gehen... Ja. Und scouten nach... Hat's noch eine Werkstatt, die wir aufdecken müssen? Ja, eine. Eine ist hier noch, ja, deswegen. Ja, da muss dann halt einer von den anderen beiden mit hinterherkommen, aber das passt dann schon. Ja, meine Ente steht ja auch noch drüben.
meine, Erfolge ja. gibt's. Erfolge gibt's eh nicht. Das wäre. Alter, ich gebe nur minimal Gas, innerhalb von einer Zehntelsekunde, zack, springt der Motor an. Das ist die schöne alte Technik. Wenn der Vergaser nicht geflutet ist, dann springt der Ding an. Wahnsinn. Also Vergaser, also wenn die Kiste nicht... Ja. Also egal, diejenigen, die wissen, wovon ich rede, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Ja, ich nicht, deswegen sage ich ja, Hauptsache das Auto fährt. Ist mir doch verstanden, scheißegal, was der Vergaser mit dem Wasser macht. Ah, Daniel, ich warte hier. Hä? Ich warte hier. Also, einfach nur geradeaus bei dir, dann sehen wir uns gleich. Mhm. Dann fahren wir jetzt gleich hier lang, dann haben wir einen kürzeren Weg. Ja, genau. Mein Orangenschloss sieht aber auch nicht mehr so toll aus. Ich würde sagen, ich fahre jetzt mal hier oben lang. Bis dahin, und dann wird der Weg hier irgendwie weitergehen, und da ist die Verdeckung. So. Ich sehe Daniel. Wo bin ich denn? Ja, also, wo bist du? So rum. Schau einfach nach vorne, dort solltest du mich auch gleich sehen. Ah, da. Im Nebel. Wie hupt man? So, ich mach nur kurz meine beiden Fahrzeuge hier wieder heile, bevor ich aufs andere wechsle. Hm. Ja, der ist jetzt heile, aber ich würd. So, Sprit habe ich, mehr als genug, wunderbar. Ach. So, und jetzt geht's auf meine Ente. Rettung! Ist Nico jetzt auch wieder frei? So, jetzt gebe ich Gas. Ah, sieht doch gut aus. Was? Sprit. Jetzt nicht mehr so viel, aber sollten noch reichen. Oh, warte mal. So, wie schaut's aus da hinten bei der Werkstatt? Warte. Ich sehe dort eine Ente. Ich war schon wieder Grünzeug spazieren. Nee, deine ist ausgegraut. Ich sehe die besetzte. Ach so. Ja, bei euch läuft ja. Ich sehe es gerade auf der Karte. Ah, nein, hier bin ich gerade stecken geblieben. Wo? Was? Wer ist wo stecken geblieben? Hier bei mir. Bist du stecken geblieben oder wie? Hier war ich gerade eben stecken geblieben. Achso. Mein Gott, ich feiere den Sound von der scheiß Ente, das ist so geil. Die haben die echt gut gemacht, ne? Allerdings, allerdings. Man könnte schon meinen, dass die im Spiel dazugehört, so von sich aus. Ja, warum eigentlich nicht? Entwickler, nehmt das Ding auf. Ich würde auch sagen. Weil ich ja cool finde, Modder und Entwickler, die packen sich ja neuerdings immer zusammen. Das haben ja die zum Beispiel bei Ark gemacht. Mhm. Die haben ja durch, da gab es früher mal eine Mod, dann konnte der Vulkan ausbrechen. Drei Monate später konnte der Vulkan ausbrechen. Weil die sich zusammengepackt haben. Voll cool. Cool, cool. Das hat was. Ja, ich hat ja auch Vorteile. Ich meine, so eine Community, na, das sind zigtausend potenzielle, ja. Mhm. Oh, Designer beim, und so, ne? Was ich auch ja, richtig. Würde, wenn die Lord Pain Mods von Scrap Mechanic Officer reinkommen, also ins Vanilla. Ich würde es so mega feiern, weil ich feiere einfach seine Mods und wenn er was kann, dann ist es Mods programmieren oder Mods entwickeln. Ja, ich habe jetzt auch für meinen aktuellen Bus wieder einiges von ihm mit dabei. Ja, der hat aber, ja jetzt auch eine neue Mod da, die Car Interieur Packs. Aber vorher? Nicht Interieur, da, der ist mit dem Motor. Aber vorher grundlegendes Update, ich will Kategorien für die einzelnen Gegenstände im Menü. Ja. Und, und wenn ich auch für jede Mod einen eigenen Unterordner habe, aber dass die nicht alle untereinander in derselben Auflistung sind. Ja. Das wäre schon hilfreich. Ne? Eine Suchfunktion fürs Inventar wäre auch cool. Warum schleißt du plötzlich so? Weil ich auf der Karte war. Hier rüber, Daniel? Ach so. Warte. Aber so eine Suchfunktion und ein bisschen sortieren im Inventar wäre auch mega nice in Scrap Mechanic. Wer mich die ganze Zeit schubst, weil er meinen Anhänger nicht sieht. Ich probier's mal hier, ist ein Weg. Er sagt es doch. Ich vergesse dauernd, dass du da einen Anhänger hinten dran hast. Wenn man ihn halt nicht sieht, ist er, merkt man das halt wirklich nicht. Ja, ja, klar. Nee, ich merk das, du nicht. Ja. Bei mir siehst du dann halt so ein bisschen aus, als würdest du lecken, weil du immer so ein ja, ganz genau. kleines da, Stück vorwärts. Ja, genau. Da, wo der LKW ist, da fahren wir rüber, ne? Das ist die elektromagnetische Abstoßung zwischen unseren Autos, wenn du zu nahe kommst. Ja. Ey, guck mal, was da rechts steht. Guck mal, was da rechts steht. Ja, sowieso. Ein Auto oder was?
Jein. Müssen wir jetzt eigentlich Crispys, ein dickes Auto steht da. Ente hinbringen. Auch zur Werkstatt, oder wie? Ja, ja, danach hinten einfach mal aufs andere Ufer. Ich fahr einfach noch kurz zur Werkstatt. Das sind Häuser? Ja, das ist eine Ministadt. So, ich habe mir die K700 mal freigeschaltet, auch wenn ich nicht weiß, was die macht. Das ist, glaube ich, auch so eine Benzinschleuder, oder? Ist es. Ist es. Gut, dann fahre ich weiter mit meinem Käfer. Das Ding ist halt, wenn du irgendwo feststeckst, dann kommst du mit dem Ding definitiv raus. Ja. Was ich bei dem Auto hier witzig finde, er hat mehr Tank zum Nachtanken dabei, als er im Tank hat. Ja, der Tank ist winzig. Ja, soll ich aber sagen? 200 Liter zum Nachfüllen und 25 Liter. Das Auto sieht jetzt aus, als hätte es einen Chrome-Plug. Also so wie in Hast du noch genug Sprit, um rüber zu kommen? Ja. Okay, perfekt. Bei mir steht nur ein Liter. Dann fahren wir nämlich gleich zur Tanke, ne? Ich fahr dann mit dem dicken Ding weiter. Ja, aber erstmal fahren wir mit der Ente zur Tanke und dann würde ich die zur Werkstatt bringen, wo meine andere Ente auch ist. Und dann kannst du mit dem dicken weiterfahren. Hier. So, okay. Ich habe mir jetzt mal ein paar Wegpunkte gesetzt zur nächsten Verdeckung. Dann scouten wir mal ein bisschen weiter, wa? Ich bin tot. Wie, du bist tot? Oh, ich habe nicht auf meinen Schaden geachtet. 400 Schaden. Okay, warte, ich hol dich. Passiert. Ich wollte gerade sagen, ihr habt hier die Möglichkeiten, ne? Ah, ich schwimme. Daniel hat 800 Heal dabei, das sollte reichen. Ja, soll ich ihm die Kiste zweimal komplett zusammenzuschustern? Und ziehen kann er sie immer noch hinterher. Und sobald er sie bis zur Werkstatt gezogen hat, bei der Werkstatt wird es sowieso automatisch komplett repariert. Ja, fahren wir einfach so zur Werkstatt. Da muss nicht Sachen ausgeben. Aber eins muss ich sagen, bei Spinter erst, ich mag den Look. Yep. Vor allem, das wenn auf man da noch Schlamm fährt, das sieht richtig schick aus. Fahr einfach weiter, Dani. Naja. Das ist auch eigentlich das Einzige, was noch bei BeamNG zum Beispiel fehlt. So, warte mal. Oh, BeamNG wollte ich mir auch schon ewig mal genauer anschauen, aber ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Dann tu das, ist großartig. Hat leider keinen Multiplayer, aber das was... Also, was heißt kein Multiplayer? Es hat einen lokalen Multiplayer inzwischen. Wir fahren jetzt erstmal tanken. Naja, lokal, so oldschool, auf einer LAN-Party mit ein paar Freunden. So bin ich zu Ultimate Chicken Horse gekommen. Nice. Ach, guck mal da, die Verdeckung. Warte mal, Automatik ist ein bisschen doof, warte mal. Warte, gut. Wo ist der nächste? Hast du dir schon markiert? nee, nur den Weg hierher. So, was ist denn das nächste? Zwei sind es gerade mal noch zusammen. Du dich immer näher bald. Was denn? Ne? Okay, irgendwie. Was denn? Ich sag, ich fahr hier mal wieder raus. Kannst du nicht noch schneller? Hier ein Stück weit den Weg entlang. Ich glaube, da sehe ich den immer einmal so ein bisschen. Wir gehen jetzt erstmal tanken, okay? Bringt mir was mitten Belegtes? Weißt du, was es mich irgendwie ändert? So Abschleppen auf Armee-Art. So ein bisschen, ne? Einen kalten Spulen hätte ich gar nicht. Und ich repariere dich gleich. Ich habe keinen Bock, dich die ganze Zeit abzuschleppen. Sieht aber lustig aus. Wer schaut denn im Stream eigentlich noch zu? Ich habe den Chat gerade nicht offen, weil mein Tablet laden muss. Sechs Zuschauer. Bei mir sind inzwischen sogar 13. Das könnte jetzt wieder genug Saft haben, muss ich gleich mal schauen. Typ K, das ist das russische Wort für Berge und Rübenträger. Ja, irgendwie schon, ne? Ich kann es irgendwie nicht leiden, wenn ich bei anderen mit dem Stream bin, den Chat nicht offen zu haben. Keine Ahnung. Ah, ich habe da eine Abneigung gegen. Jo, danke, dass du mich geschoben hast, aber jetzt gerade hast du meinen Anhänger auf deiner Haube. Stimmt, ich stehe gerade wieder mitten in deinem Anhänger drin. Sorry, aber ich check das halt nicht. Ja, schon klar, kein Problem. Kriegst du da doch Schaden? Nee, überhaupt nicht. Ah, gut. Du schiebst dich halt nur so ein bisschen durch die Gegend, das ist alles. Ja, gut, warte, dann fahr ich noch ein Stück zurück. Ich fahr vor, ne? Soll ja für deinen Zuschauer trotz aussehen. Ja. Oder wird nicht so neidisch, der da mit deinem. Nee, weil nicht. Tischtennis spielt. Mhm. Nein. Oh Mann, ey, ich fand die Ente besser, weißt du wieso? Die hat so einen kleinen Wendekreis. Die Ente ist echt spitze. Ich bin schon wieder zu nacht. Dann mal go. Also, aber für nächste Male, wenn man da wieder eine Session macht, Stream, wird ein paar Fahrzeuge doch probieren. Also beim nächsten Mal, Kerke, du kannst halt Augen offen halten, wenn du was Interessantes siehst. Mhm.
Oder auch Kranken, wäre mal so eine Idee. Du, interessante Fahrzeuge habe ich noch ein paar. Die meisten davon brauchen nur zu viele Sterne für diese Map. Ja, Map würde ich auch mal wieder Dorf wechseln. Das geht mir so wie vorhin in den TS. Da ist Nico plötzlich stehen geblieben mit dem Motor Vollfunktion und ich bin voll in ihn reingekracht. Ja, ja. Dran. Ich hatte bei mir ist das gut der Kater. Ich hatte da mindestens Abstand. Ich bin trotzdem voll reingeknallt. Also wir müssen hier gleich die Straße irgendwie verlassen, ne? Wir müssen hier gleich irgendwie auf links. Ja, ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Ich fahre dir einfach nur hinterher. Ja, so richtig weiß ich das halt auch nicht, ne? Das ist halt. Ja, löst mal kurz unsere Punkte ein. Ob der LKW die Dieselwerte einreiht? Also hier die. Aber müssen wir in echt fahren, oder wie? So stimmt, das können wir eigentlich machen. Bevor ich das mache, habe ich noch ein bisschen Sprit auf dem. Nee, habe ich gar nicht. Dann ist egal. Was, hast du keinen Sprit mehr? Ich habe noch. Ich habe noch Sprit, aber auf dem Anhänger gehen auch 20 Liter. Deswegen habe ich gedacht, die kann man noch verwursten, aber habe ich gar nicht. Ja, wir können eben noch ein Stück weiterfahren. Warum? Ja, du kannst schon rein, weil ich jetzt vergessen habe, hier reinzufahren. Wir brauchen noch zwei Garagen. Entfernung her. Ist aber kein Problem, ich habe noch den Orangen unten stehen. Der kann ja ganz gemütlich auf den Straßen hierher. Siehst du, wo wir gerade sind? Ah, nee, da quetsche ich mich. Ich fahr doch zurück. Da ist eine Straße, da musst du einfach nur langfahren. Ich kann auch kurz meine andere Karre holen und herfahren. Ja, die Frage ist ja jetzt, welchen Auto fahre ich jetzt gleich weiter? Mit dem hier oder mit dem? Es reicht, wenn du den Käfer nimmst. Okay. Die Ente. Oder? Was soll ich mitnehmen? Soll ich Holzauflieger mitnehmen? Du hast nur eins abgeliefert, sind nämlich nur zwei von vier Werkstattpunkten. Ich weiß, ich hatte den Werkstattpunkt in der Kiste, glaube ich, nicht mit. Kerge. Ach ja. Soll ich Holzauflieger mitnehmen? Ah, okay, dann müsst. Nein. Ich würde erstmal die Werkstatt hier hinten holen. Wo sind überhaupt? Die sind jetzt hinten bei der Werkstatt. Ja gut, ihr könnt ja eigentlich schon mal der Straße folgen, unten rechts am Fluss, also auf dieser Flussseite unten rechts. Ist eines unserer beiden Ziele. Da könnt ihr schon mal ganz gediegen die Straße entlang rollen. Ne? Holz findet ihr direkt hier oben, direkt vor der Werkstatt. Soll ich Holzauflieger mitnehmen? Fahrt da runter und liefert schon mal ab. Das heißt, ihr könnt euch schon mal sortieren, wer die Kralle mitnimmt, wer den Auflieger mitnimmt. Okay. Daniel nimmt die Kralle. Das wäre ja schon mal ganz sinnvoll, würde ich sagen. Dann hätten wir das schon mal hinter uns. So. Jetzt habe ich den Chat auch wieder offen. Okay, nice. Wieder genug Saft. Ja, genug Saft. 32%, das reicht ein bisschen. Oh, da rechts steht was. Autsch, 8%, 8 Punkte Schaden. Gute Nacht, Foxy HD. Hä? Daniel, wohin fährst du? Ach so, ich hab mich gerade eben völlig. Aber jetzt weiß ich wohin lang. Ja, moin, 43-20er. Schön. Oh, ist es nicht der vom Titelbild? Also vom. Ja, vom Dings da? Ja, der, wo da auf dem Banner mit drauf ist von Sprint. Das weiß ich jetzt gar nicht, das kann sogar sein. Nee, das sieht nämlich so ähnlich aus, der erinnert mich. Nämlich an irgendwas, aber ich bin mir sicher, dass ich mit dem noch nicht gefahren bin. Ja, kann schon sein. Ich hab meinen Käfer, oder was war das nochmal? Doch, Ente. Das war ein Käfer. Ente. Ja, Ente. Ente und Käfer ist ja irgendwie dasselbe. Citroën 2CV, nein, das ist nicht dasselbe. Ja, solange es fährt, ist es dasselbe. Ein Teil mit vier Rädern unten dran. Steckst du fest, Daniel? Nein. Ente, Käfer, alles Fische. Er macht sich gerade über meine Autokenntnisse lustig, glaube ich. Achso. Ja, dafür habe ich in meinem Freundeskreis ein laufendes Autolexikon auch genannt im Punkt-Exe. Ja, der kennt sich ja gut aus mit dem Motorengerüst. Na, Daniel! Hat er früher eine Kultstudentin gemacht. Oh Mann, warum fahre ich denn immer dran vorbei? So, jetzt haben wir nur noch eine Verdeckung. Mit dem würde ich sagen, fahre ich hier jetzt schön brav überall außen herum. Einfach, weil es geht. Bisschen Slalom hier durch. C43. Dann bin ich dort und wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Das sehen wir dann. Daniel? Ja, ich bin auf jeden Fall. Du nimmst den Kran. Ich fahre dir strikt hinterher. Okay. Aber können wir weiterfahren? Ich kann mich hier an dem Steilhang nicht so lange halten. Achso, verbrennst du gerade die Kupplung? Ja, ich bin zu faul, die Handbremse reinzumachen auf Deutsch. Ach, so. Falsche Taste. So. Okay. Also, dann nehme ich. Also kann ich diese Reparaturscheiße hier wegmachen, ja? Ja. Gebietenschutz. Ente, Käfer, das sind alles Fische. Zitat Kerge. Vom Leonard Kunze bei dem Chat. Wagen mit Kram, meint ihr? Wäre aber ganz nett, wenn du da noch Sarkasmus ranschreiben würdest. Damit klar ist, dass das nicht meine Meinung ist. So, warum? Hier ziehe ich mich jetzt mal gerade hoch. Fische sind oder Fleische?
Weil die schwimmen. Was? Enten und Fische sind Fleische? Oh Mann. Nein, sind das Fleische. Ja, die können doch beides. Für Nico ist alles dasselbe, solange man es essen kann. Also. Stimmt. Ich hab nämlich gerade nichts mehr zum Essen da. Nico, soll ich dich neidisch machen? Ich hab gerade was zu essen. Hey, ich hab Nüsse. Hey, du hast wieder Nüsse gekauft. Nein, ja, natürlich. Ja, okay, hätte mich stark gewundert, wenn du nichts mehr zum Fressen da hättest. Also. Weil du. Doch. Gestern hatte ich nichts zu essen. Achso, ich bin. Ja. Daniel, wir müssen dem armen Nico helfen, der hatte gestern nichts zum Essen. Also doch, ich hab was gegessen, aber nicht zum Knabbern. Im PC. Warum war ich so früh weg? Ja. Was heißt so früh? Du warst um 2 noch bei Daniel im Stream mit dabei. Da wo ich gerade offline bin, seid ihr hochgemoved worden. Nein. So, wollen wir los? Achso, ja, warte nur auf. Mindestens Tim war da, den habe ich gehört, aber ich dachte, ihr werdet dann beide hoch. Dieser dumme Baumstumpf. Oh nein, da muss ich dich ja beladen, ne? Ja? Also das mit dem Beladen kann ich mittlerweile. Egal, ich versuch's dann. Ja, gewartet, du kommst, ich muss an den Bäumen vorbei. Auch immer die dahin hat. Tja. Ich kann keine Blinkies mehr auf dem Dach haben, wegen meinem scheiß Kran. Also ich muss jetzt hier nach rechts. Und ich habe noch Repair Points dabei. Hey! Sehr ja, ich habe auch noch Repair Points. Ja, ich habe gerade einen Baumstumpf übersehen und rums hatte ich 150 Schaden. Aber wir haben ein bisschen Zeit. Also ich habe gerade 218, aber ich möchte meine Repair Points sinnvoll nutzen, also wenn ich komplett Schrott bin. Ich habe meine Repair Points sinnvoll genutzt. Hallo, ich habe die in die Ente gesteckt. Ich bitte dich. Hallo? Ja, okay. Autsch. Also diese dummen Pissbaumstämme hier, macht da vorsichtig und langsam, ne? Also okay, ganz kurz. Daniel und ich, wir sollen jetzt schon mal Bäume holen, ne? Ja. Blöder Baumstumpf. Dachte ich so. Dann müssen wir anders. Weil wie gesagt, die Stammausgabe, die ist ja direkt da hinten. Oh Gott, jetzt komm schon. Wo fährst jetzt du denn lang? Ich mich kurz reparieren. Stämme holen. Okay. Oder? Ich muss mich halt auch schon wieder reparieren. Hier ist auch schon wieder so ein Baumstamm im Weg. Also diese ganzen Stämme, die sind schon also ein bisschen tödlich hier. Sagen. Aber denk an unseren Sprit, ne? So langsam gewöhne ich mich wieder an die Kamera. Wir haben keinen Ersatzsprit. Ja, dabei. Ne? Es geht. Ja. Eine Session okay, geht ja aber auch gut mit mehr Stunden. Wie lange sind wir jetzt schon da? Du hast ja ein bisschen den Überblick, du hast aufnehmen. Nicht wirklich. Oh, jetzt habe ich einmal gehofft, dass der Kegel einen Überblick hat. Ich habe nicht mal den Überblick über einzelne Folgenlängen, also ich bitte dich. Und hallo Pascal. Ja. Nein! Und versumpft. Oh. Also Kriechgang und Sperre an. Mein Geist. Ich krieg nie den 1 Closer rein, ne? Jetzt darf ich nicht mehr mit Automatik fahren, leider. Oh. Da hinten ist die Verdeckung, ist gleich haben wir's. Was machst du, Crispy? Siehst du es schon? Hä, wo fahren wir denn lang? Ich bin gerade eben falsch gefahren. Wenn ich fragen darf, wo fahrt ihr gerade lang? Warte mal, nein, wir können auch hier rechts. Oh je, yeah, da fahr ich dem Eimer hinterher, ne? Jetzt wundert mich das auch nicht, warum er überall fest. Er kriegt es tatsächlich hin, seinen LKW kaputt zu machen. Okay. Wieder zurück oder wie? Daniel. Ja gut, wir haben jetzt die komplette Karte aufgedeckt, ne? Das war's so gesehen. Ja. Also. Also ich lasse die Ente. Auf die LKWs. Oh, wollte gerade sagen, ich würde die Ente jetzt hier stehen lassen. Warte, welches ist der richtige LKW? Der C255, oder? Ja. Also ich habe jetzt den 6520 noch und schalte gerade eben noch die Garage oben frei. Weil also zwei Punkte habe ich hier noch drauf. Okay. Wenn es euch nichts aufmacht, ich würde Kran machen. Du willst Kran machen, hör von mir aus. Fahr du mal vorwärts. Warum kann ich den Wagen mit Kran noch nicht wegmachen? Ich muss es erst jetzt machen, aber... Kerke? Ja? Du bist immer so Profi. Was muss man machen, wenn das so ist? Schon mal kurz einen Stream? Was? Sekunde, liebe Leute. Nighted, hast du den Stream im Auge? Oh Mann. Ja, gerade habe ich es wieder. Aber nicht von Video her, nur von Chat. Ach so. Warte, lass mal. ist es wert reinzuschauen oder lieber auslassen? Es ist peinlich. Ja, okay, dann schau. Oh nein! Wenn es peinlicher ist als Oh! Oh! Das war ein Special Move. Sollen wir euch abholen, komm? Nee, weil... Nee. Voll klar.
Warte, welchen Wagen muss ich nehmen? Den Wagen mit, ich fahr schon mal los, ne? Wann nennt mit dir? Oder muss ich einen anderen nehmen? Kerge. Wo ist denn die was für ein Wagen? Ne? Ja, diesen Wagen mit Kran muss ich doch nehmen. Wenn du Holz selber laden willst, dann ja. Ja, ich möchte laden. Ja, dann ja, dann brauchst du was mit Kran. Hin, ja, kann man da keinen hinten. Da kommt man doch hinten noch so ein kleines Teil drum machen, dass man den. Warum sind wir nicht dem Weg gefolgt? Weiß ich selber nicht. Oh, Alter. Wo ist denn die Ausgabe? Ah, hier direkt vor der Tür. Oh, Edge, mein 255er steht auch hier unten. Ich fahr nochmal eine Ehrenrunde. Oh, ich fahr in die falsche Richtung. Jetzt heißt ja auch, warum das solche Stoppschilder sind. Hä, wir können doch hier. Ja. So, Daniel, heute blade ich dich wieder. Oder hä? Hast du den Kran? Hä, nein, Daniel belädt mich. Ah. Oh, Kerke, viel Spaß beladen. Mit mir. Aha. Ich kann, ja, das hat letztes Mal ja nur eine halbe Stunde gedauert, bis ich die Stämme drauf hatte. Hä, was machst du? Mann, ich muss nicht. Wir haben ein leicht begrenztes Daniel, Zeitfenster du durch den Discord, ne? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir da so nah rankommen würden. Hä, hey, warst du auf den Discord? Du musst nochmal. Ja, zwischen 3 und 4. Du hast noch einen anderen. Hey, Daniel, du, hey, Crispy, was macht ihr so? Ich muss erstmal den Weg zur Stammausgabe finden. Hä? Ah, das ist hier einfach geradeaus. Oh nein! Ja, gib mehrere, such dir eine aus. Ich bin nicht auf dem Stein. Da. Bei welcher seid ihr denn von den drei Stammausgaben? Oder bei welcher bist du, eher Kerge? Ich bin noch gar nicht. Ich fahr jetzt gerade erstmal zur Garage und werde hier den 255er umbauen. Da stand so, ja noch da unten zur Bergung. Den direkt bei der Werkstatt. Nee, den hatte ich ja von da mitgenommen, um die anderen Fahrzeuge zu bergen. Ich muss gleich kurz Hände waschen gehen. Meine Hände sind gerade total ziffig. Und was zu trinken holen. Komm mal fest. Aber erstmal fahre ich noch kurz zu Holz. Okay. Wie wollt ihr die Ente nennen? Die Ente gebe ich selbst einen Namen. Die Ente Kunibert. So. Einfach weil, Ente, weiß Rente. Ich nicht. Die Ente rennt in eine Rente. Warte, ich muss mal meinen scheiß Kram wieder richtig machen. Die Rentenente. Die Ente Kunibert. Die Kunibente. Die Kunibente, alles klar. Nice, die fehlt auch ein Anhänger. Ich kann keinen Anhänger ranmachen. Doch, eigentlich schon. Mal eben. Nee. Zum Glück fährt halt einer von euch zweimal. Du? Ja, ich kann nur Kurzholz, aber wir brauchen doch Mittelholz. Ja. Darum, du kannst so einen Anhänger, glaube ich. Nein, ich kann keinen dran machen bei meinem Auto. Also an den 255er geht kein Anhänger dran, wenn man die Kralle hat. Womit seid ihr zwei denn jetzt unterwegs eigentlich? Ich hab mich festgefahren. Daniel, helf mir, ich hab mich festgefahren. Du, Daniel hat gerade selber, glaube ich, irgendwelche Schwierigkeiten mit seinem Kran. Was mit meinem Kran? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ich hätte gerade Bock, einfach mal Langholz zu fahren, einfach weil es geht. Muss passen. Und dazu bräuchte ich jetzt mal gerade den, Geht es mit meiner Kralle? Wo war er denn jetzt? Der Daniel, 43 Zoll. Nicht zu mir schauen, der ist ganz da unten. Du wirst dich nicht mehr kriegen vor Lachen, so wie ich hier stehe. Ja, so ein scheiß Kran, ey, das kann was werden, du. Ich kann hier nicht raus. Kann ich die Bäume hier nicht irgendwie fällen? Ja, du kannst ja an den Bäumen dran ziehen, Leute. Ja, ach, bringt nichts, wenn die Bäume mich wie in einem Gefängnis also, halten. Jung, ne? Also von daher ist das nicht unser Problem. Was für ein Kerl? Das ist Kerke. Also wisst ihr was, ich präpariere mich jetzt einfach mal für Langholz. So, und dann gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Ja, da bin ich doch richtig. Oh nein! Daniel! Was? Oh Mann! Oh, was hast du? Scheiße, ich hab voll vergessen, wie man das macht. Du bist eine. Ja, ich bin jetzt richtig gefahren. Ja, ich bin auch richtig. Nur bei einem anderen als du. Was mache ich denn für Holz? Holz. Mittel. Ne, du musst kleines. Meine Überlegung wäre jetzt, um das mal gerade ganz kurz auszuführen. Egal was wir hier drüben machen, ich würde sagen, um übers Wasser zu kommen, nimmt jeder von uns Kurzholz mit. Jeder von uns einmal Kurzholz. Auf die Weise kommen wir am besten durchs Wasser, denke ich. Nicht, dass es nötig wäre, aber
Wir haben aber zwei Ziele, ne? Mhm. Wo bin ich denn jetzt? So, ich muss jetzt rechts. Ach, hier ist Daniel. Crane Support brauche ich dafür. Wo ist denn der Crane Support? Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus. Kann ich das Fahrzeug irgendwie zurücksetzen? Ah, ich kann ja noch scrollen. Sagt das doch einer. So. Da hat man nicht irgendwie eine Kettensäge oder so. Ich stecke hier fest. Warum kommt denn mein Rettungsdruck nicht? Blöder Kran. Hätte ich den nicht, würde ich hier jetzt nicht hängen. Hä? Ich verstehe das noch gar nicht so mit dem Kran. Also ich weiß, wie man den Kran steuert, aber ich muss erstmal hier rauskommen. Ah. Ja, nein, jetzt wir haben es verstanden. Jetzt aber bloß, hey, ich kann mit der Kiste gar kein Langholz fahren. Och nö. Hä? Och nö, wie doof. Na gut, dann eben nicht. Nein. Ah. Oh nein. Ah. Dann mache ich das Ganze halt so. Ah. Wenn ich mich jetzt dran wieder erinnern könnte, wie man den Arm nochmal einfährt, wär's gut. Ja, da weiß ich es nicht mehr. Ah, okay. Oh nein. Daniel, es ist interessant, dir zuzuschauen. Hä? Ja, dreh dich mal so ein bisschen nach rechts, dass du. Wieso? Dann siehst du mich. Aber ich muss doch jetzt erstmal hier. Ich bin draußen. Oh ja. Mann. Ich bin draußen. Yay. Kann ich meinen Anhänger abmachen? Gute Nacht, Tayone. Schön, dass du mit dabei warst und zugeschaut hast. Ach du Scheiße. Daniel, das wäre übrigens dein Auftritt gewesen. Ja. Aber jeder, der mich hier sieht, der wird Verständnis haben. Jo. Soll ich das mit dem Holz machen? Weißt du jetzt? Nein, ich will das auch lernen. Nein, Sid, wo bist du? Ich bin jetzt zumindest nicht mehr gefangen, aber jetzt komme ich hier nicht raus. Okay, vielleicht muss ich mal Differenzialsperre anmachen, das wird helfen. Ja, könntest du gleich kurz zu mir rein? Ich steck fest. Ah, da bin ich, okay. Ja, ich komme jetzt gerade erstmal zu euch. Also ich steck fest. Ja, ich muss jetzt erstmal herausfinden, wo der Holzverleih ist. Ich bin zu blöd dafür, ich fahre jetzt nämlich genau in die andere Richtung. Verleih vor allem, die wollen hinterher zurück. Ja, die wollen die Kohle, die wir damit verdienen. Könntest du jetzt gleich hier links? Ne, noch ein bisschen weiter. Boah, Leute. Ich steck irgendwo fest, Kerl. Hier in der Nähe stecke ich fest, wo du jetzt gerade bist. Wenn du jetzt gleich. Und dass es auch noch so dunkel ist, ne? Ja, da unten will ich sowieso hin. Ach, da wo ich jetzt bin? Ne, du meinst du Daniel, ne? Weil ich bin jetzt hier links, genau da, wo ich möchte erstmal irgendwie zur Stammausgabe kommen. Da bin ich ja. Ja, zum Stammverleih. Ah. Ja, dann hier. Und da vorne jetzt ein bisschen ist jetzt erstmal Tarin dort. Ich mach die Karte nochmal auf. Und da bin ich auch. Ich ach, du bist. Wald. Ach, du heilige Scheiße. ja, okay. Dann, da vorne sehe ich deinen Lockhart. Ja, warte, ich habe einen Kran, ich kann nicht anders machen. Das hatte ich auch schon, die Situation. Da habe ich mich auf die Seite gelegt. Musste ich den Kran holen, um mich wieder aufzustellen. Ja. Die Situation hatte ich schon mal, die kenne ich. Warte, ich sehe Tarindor jetzt gerade, er wendet nochmal. Hinter Tarindor. Was ist denn? Was brauchst du denn? Ja, da liegt. Er hat sich auf die Seite gelegt. Warte, ich kann mal Licht anmachen. Das Licht überträgt sich nicht. Also das kannst du. Ja, hi. Hallo. Ich würde gern. Ah, da, Kerge, hi. Ja, hi. Oh.
Ja, probieren wir das mal so. Weil das ist so dunkel ist, ne? Das ging schnell. Daniel. Das ging sehr, sehr schnell. Ja. Daniel, wir können Hilfe gebrauchen. Was braucht ihr denn? Wir sind beide umgefallen. Ah, warte, ich hab einen Kran, ich helfe euch. Warte, okay, jetzt kann ich helfen. Oh Gott, ja, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Ich muss warten, bis ich hier nach rechts fahren kann. Es dauert so, ist ein Das ich wickel hier mal so ein bisschen hin und her. Das ist ein Kran. Ja und, solange der Motor nicht läuft, kann ich ihn nicht nutzen. Achso. Der Motor ist abgesoffen, weil die auf der Seite liegt. Hast du jetzt einen Krankerl? Ich dachte, du hättest den Anhänger. Ja, ich habe jetzt einfach mal für Mittelholz mit der Maschine hier genommen. Einfach, weil es geht. Ah, du hast jetzt einen anderen Schwack, mit dem man Mittelholz nehmen kann. Den anderen habe ich jetzt geholt, ja. Ich hatte gehofft, mit dem könnte ich Langholz nehmen, aber es ging nicht. Ne, ich stecke immer noch fest. Wie kommt man da hinten hin? Das kann doch gar nicht so schwer sein, dass ich mich hier hundertmal verfahre. Ne, ich stecke immer noch fest. Könnt ihr mir mal sagen, wenn ich richtig bin? Ich habe Daniel gefunden. Ah, dann hast du auch uns gefunden. Heißt, ich bin schon mal halb richtig. Dann hast du auch uns gefunden. Ja, perfekt. Blick nach links, dann siehst du das, das ganze Übel. Wie sagst du das? Ja, Moment, ich helfe euch auf. Ich bin der Bedienung mit dem Kran vertraut. Ja, alright. Meinen Kran kann ich, wie gesagt, nicht nutzen, weil der Motor aus ist. Hi, Nightsit. Hi. Fahr mal ein Stück zurück mit deinem... Andere Seite. Der Chat schreibt schon, also der Ente wäre das nie passiert. Ich kann den nicht weg, Nightsit. Ah. Ja. Muss halt schauen, wo ich am besten zu euch komme. Wisst ihr was? Cliffhanger-Time. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ciao. Du bist schon so, Assi. Ciao.